Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte... Was geht, Leute? Moin moin und herzlich willkommen. Heute ist der 13. Oktober. Damit läuft ab heute One Piece Film Red im Kino. Ich bin sehr hyped. Es ist der most anticipated movie of the year für mich. Ich gehe heute Abend fett ins Kino. Ist noch nicht ganz raus mit wem. Schauen wir mal. Auf jeden Fall bin ich sehr hyped. Ich bin gerade noch auf dem Weg zu Dussmann, um da ein bisschen in den Angeboten zu stöbern und die Zeit totzuschlagen. Mal schauen, was wird. Ich bin da mit Maxim, der war da noch nie. Und dann geht es heute Abend fett ins Kino. So, wir sind jetzt aus Dussmann raus, haben uns ein kleines Restaurant hier am Hackischen Markt gesucht und essen jetzt noch eine Runde, bevor wir dann nachher ins Kino gehen. Maxim ist unter die intellektuellen Bosse gegangen und hat sich ein paar klassische Bücher bei Dussmann geholt. Ich habe mir auch das ein oder andere geholt. Wir waren gestern schon mal am Hackischen Markt und haben uns hier den Riesenstrohhut angeguckt, der hier wegen One Piece Film Red rumliegt. Absolut geil, ich bin mies happy, dass so eine Promo-Aktion mittlerweile auch in Deutschland stattfinden. Und der Film ist keine 3 Stunden mehr entfernt, ich glaube sogar nur noch 2, nicht mal mehr. Ich glaube wirklich nur noch 1,5. Ich habe so Bock, Leute. Leute, wir sind auf dem Weg ins Kino, ins UCL Lux am Mercedesplatz. Ich bin ein riesen One Piece Fan, seit ich 12 bin, hab den Anime 1000 Mal geguckt, die Manga-Kapitel 1000 Mal gelesen. Maxim weiß nichts, deswegen zwei verschiedene Perspektiven, die hier aufeinandertreffen. Ich bin sehr gehypt, Leute, es wird richtig wild, Digga. Ich hab meinen One Piece Pullover an, der ist zwar von One Piece Stampede, aber juckt nicht. Digga, es wird wild, let's go. Größten Schatz der Welt, du hast hart dafür trainiert, hier gibt es nichts. Wir sind jetzt mittlerweile im Kino, haben uns noch mit was zu trinken ausgestattet, haben auch schon sehr sympathische One Piece Sympathisanten gefunden, mit denen wir kurz gequatscht haben. Ich weiß nicht, hast du irgendein Wort verstanden? Keine Ahnung, ne. Wild. Jetzt suchen wir unser Kino und gleich fängt der Film an, Leute. Es wird Hype, es wird Hype. Film Red. Holy shit, Leute, holy shit. Wir sind gerade aus dem Kino raus. Ich bin überwältigt. Dieser Film hat ja mal anders heftig reingeschallert. Oh mein Gott, das ist jetzt 2 Jahre her, dass ich den letzten One Piece Film, One Piece Stampede, im Kino gesehen habe. Das war phänomenal. Und One Piece Film Red ist nochmal eine ganz andere Liga. Holy shit. Digga, ich hatte die Zeit meines Lebens. Als One Piece Fan ist das so ein krass nicer Film, wirklich. Ich hatte so eine gute Zeit. Diese 2 Stunden sind verflogen wie im Flug. Krass, hat sich angefühlt wie eine halbe Stunde. Absolut, wirklich. Maxim, du als nicht One Piece Fan, wie fandest du den Film? Ich war krank. Selbst die Musik war wabern. Digga, wirklich, die Musik war so fucking nice. Es gab, glaube ich, so 10, 11 Songs in dem Film, die performt wurden von einem sehr wichtigen Charakter im Film. Und es war richtig wild, die Songs sind richtig geil gewesen. Einziger Minuspunkt wirklich, neben mir saß so ein Typ, der hat sich bei jedem neuen Song aufgeregt. So, boah, nicht noch ein Song, Digga, was soll das? Ich dachte mir nur so, Maul halten! Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg nach Hause, verarbeiten das alles ein bisschen. Und dann gebe ich euch nachher noch eine kleine Kurzreview. Can we get much higher? Oh Mann, Leute, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? One Piece Film Red. Einfach. So ein extrem nicer Film, wirklich. Worum geht es in One Piece Film Red? In One Piece Film Red geht es um das Live-Konzert der größten Diva der Welt, Uta. Sie hält ein Live-Konzert auf der Insel Elegia, die Insel der Musik. Und anbei, neben 1000 anderen Fans, sind auch die Strohhut-Piraten um Monkey D. Ruffy herum und gönnen sich das Konzert. Als es dann zu ein paar Komplikationen kommt während dem Live-Auftritt, werden sie in ein Abenteuer verwickelt, das meiner Meinung nach
sehr viele unerwartete Wendungen bereithält für die Zuschauer als auch für die Charaktere im Film. Ein großer Teil des Plottes ist natürlich auch, dass Ruffy und Uta sich seit ihrer Kindheit kennen und Uta sich als die Tochter des Roten Shanks entpuppt. Der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass Ruffy nicht nur sein Markenzeichen, den Strohhut, hat, sondern auch der Grund ist, warum er Pirat und auch Piratenkönig werden will. Das wirkt maybe ein bisschen wie ein Asspull, weil sie sagen so, oh, Uta war die ganze Zeit schon da, Uta war die ganze Zeit schon da. Aber es macht eigentlich voll Sinn, gerade wenn man sich überlegt, dass Ruffy seit Anbeginn der Zeit gesagt hat, er möchte eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern in seiner Crew und ein sehr, sehr wichtiges Mitglied, dabei muss ein Musiker sein. Und zurückblickend betrachtet, hat er das wahrscheinlich von Uta. Der Film ist auch eine Besonderheit für One Piece Filme. Dadurch, dass wir den Charakter Uta haben, die eine Diva ist und ein Live-Konzert gibt, haben wir sehr, sehr viele Songs, die gesungen werden. Sie werden performt von Ado, die Uta auch spricht in der japanischen Originalversion. Und die Songs slappen alle so unglaublich hart. Soundtrack-mäßig war das absolut nice. Ein Song nicer als der andere. Es gab wirklich ein paar Banger da drin. Jedes Lied, das gesungen wurde, war quasi so ein eigenes Musikvideo im Film. Sehr nice inszeniert. Sehr viel 2D und CGI-Gemixe. Also klar, hier und da ein paar kleinere, stärkere Auffälligkeiten, aber mein Gott, es sah trotzdem mies nice aus. Es wurde sehr stylized benutzt, das CGI, und ich habe nie ein Problem damit, wenn du CGI maybe ein bisschen offensichtlich benutzt, aber dafür halt sehr stylized. Vom Film- und Animationstechnischen her kann ich sagen, der Film ist eine absolute Augenweide, wirklich super nice gemacht, es sieht alles ultra clean aus. Bei One Piece ist das gerade ein bisschen schwierig, weil One Piece im Anime sieht alleine schon teilweise manche Folgen wie ein Film aus. Aber One Piece Film Red kann da definitiv mithalten. Es war wirklich sehr clean animiert. Hier und da mal ein paar kleinere CGI-Mängel, wo du halt sehr gemerkt hast, okay, das CGI clasht mit dem 2D-animierten. Aber auch nichts, was irgendwie dich groß rausreißt, meiner Meinung nach. Was Charaktermodelle, Charakterdesigns und Animationen angeht, kann man sich meiner Meinung nach hier absolut nicht beschweren. Ich habe den Film übrigens auch in der deutschen Synchronfassung gesehen, weil die One Piece Synchro ist für mich einfach ein Teil meiner Kindheit. Meine lieblingsdeutsche Anime-Synchro, wirklich. Also allein weil wir Banger wie die hier haben. Der Süden ist tierisch heiß und hier gibt's weit und breit kein Eis. Also Leute, kommt und macht keinen Scheiß. Schafft eins ran, ich zahl jeden Preis. Und dann suche ich euch mit großem Fleiß. So, ich respektiere jeden, der sagt, ey, Japanisch gefällt mir besser. Absolut kein Ding. Japanische Originalsynchro ist auch einfach auf einem anderen Level. Aber One Piece ist für mich einfach sowas, was ich super gern auf Deutsch gucke. Von der Story her gibt's ein paar kleinere Ungereimtheiten. Also meiner Meinung nach so, aber das würde in den Spoiler-Bereich fallen, was ich später nochmal kurz anschneiden werde. Aber an sich eine sehr nice Story eigentlich. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich fand ein bisschen die Strohhut-Piraten an sich, also alle außer Ruffy, sind ein bisschen kurz gekommen. Hätten ein bisschen mehr Screentime gerne haben können, aber mein Gott, es war trotzdem nice. Jeder hatte so seinen kleinen Moment, um zu scheinen. Und das ist unser erster One-Piece-Film, wo wir Jinbei, den Boy, den G, den Boss in der Crew haben. Und das war einfach übertrieben nice. Es hat mich so glücklich gemacht, ihn in der Crowd zu sehen mit seinem Elvis-Trip. Generell die Kostüme von den Strohpiraten in diesem Film. Übertrieben nice, wirklich nice. Der ganze Film hat ein Musik-Theme, weil es ja auch um Musik geht mit Uta. Und es ist wirklich sehr nice. Du hast sehr viele Charaktere aus dem Anime und Manga, die kleine Cameos haben, so wie es in moderner One-Piece-Film-Manier sehr üblich ist. Und hier zieht sich das auch weiter. Es gibt kleine Cameos, es gibt kleine Charaktere, die eine Support-Rolle haben, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie so aktiv in dem Film involviert sind. Es war ziemlich cool. Generell so, was den Kanon betrifft von diesem Film, vieles ist sehr unwahrscheinlich, dass es so irgendwie in den Kanon reinpasst. Ich denke nicht, dass der Film kanonisch ist, aber ich denke, dass die ganzen Elemente mit Ruffy und Uta in der Kindheit und auch mit Shanks und Uta absolut zum Kanon dazugehören. Wir hatten teilweise schon leichte Hinweise im Manga, dass Uta existiert. Dementsprechend glaube ich, dass das auf jeden Fall die kanonischen Elemente sind, so wie damals bei Stampede Douglas Bullet. Der ist safe auch im Kanon drin, nur die Ereignisse um Stampede rum sind nicht so passiert. Das wäre wahrscheinlich mit Strong World, Film Z und Film Gold. Es ist nicht so action-packed, wie man vielleicht erwartet. Es gibt nicht so die normale Struktur, dass jeder irgendwie einen Kampf hat. Aber trotzdem, es gibt genügend Action. Vor allen Dingen am Ende gibt es sehr, sehr heftige Action, Alter.
So, nun einmal kurz noch ganz schnell zum Ende ein paar Spoiler-Gedanken, die ich habe. Einmal natürlich, Digga, wir hatten so viel Shanks-Screentime wie wahrscheinlich im gesamten Manga und Anime nicht, also so aus allen Folgen und Chaptern zusammen nicht. Du hattest ultra viel Screentime, es war so, so nice, ihn zu sehen. Mein Herz ist einfach aufgegangen. Ihn kämpfen zu sehen und ihn sein König Saki einsetzen zu sehen, war so heftig. Mein Gott, er hat ein bisschen mit dem Observation Haki geflext gegen Katakuri. Katakuri war auch in diesem Film und er hat mit Shanks geredet. Wisst ihr, wie wild das war? Wisst ihr, wie krass das für einen One Piece Fan ist, sowas zu sehen? Holy shit, das war einfach viel zu nice. Auch so kleine Sachen wie, dass Corby und Helmeppo eine etwas größere Rolle in dem Film hatten und Corby auch mit Ruffy geredet hat, dass wir Auftritte von Trafalgar Law hatten und von Bartolomeo. Das fand ich so nice. Die beiden zu sehen ist immer cool. Das sind so zwei One Piece Goats, einfach nice. Ach, wirklich, der Film macht einfach Spaß. Gerade so die ganzen kleinen Charakterauftritte von dem Big Mom Piraten, der Cypherpool, den fünf Weisen, so Shanks Piratenbande, so. Diese ganzen kleinen Charaktere, die nicht viel Screentime hatten, aber auf jeden Fall schon da war und auch Dialog hatten, das war echt nice. Du hattest sogar ein Cameo von San Carlos, dem dreckigsten Hurensohn, den es in One Piece gibt. Wirklich, ihn zu sehen, hat mich erstmal so wütend gemacht und dann, als Uta ihn verprügelt hat, hatte ich so ein Lächeln auf dem Gesicht. Es war richtig, richtig nice. Generell, Uta hat mir auch mies gefallen als Charakter, als neuer in dem Film hier, im Kanon von One Piece. Sie als Adoptivtochter von Shanks und eigentlich auch der Rothaar-Piratenbande war echt nice. Ich habe es sehr gefühlt. Sie war echt nice. Ihr Gesang war so cool. Ich mag ihr Charakterdesign übergerne. Das ist richtig, richtig nice. Die roten und weißen Haare sehen so nice aus. Und generell ihr Charakter auch im Film kommt super zur Geltung. Du merkst, wie sie von Schuldgefühlen zerfressen ist, von dem, was sie gemacht hat auf der Insel, als sie damals als Kleinkind aus Versehen diesen Dämonenkönig entfesselt hat. Es ist einfach... Ich finde, du merkst so gut, dass sie halt Buße tun will. Ja, einfach ein echt starker Charakter. Die Story war an manchen Stellen mal ein bisschen komisch. Zum Beispiel, Uta wurde angelogen, was auf der Insel, wo sie im Endeffekt aufgewachsen ist, passiert ist. Ihr wurde gesagt, die Rothaar-Piraten hätten sie verwüstet. Aber im Endeffekt hat sie die Insel verwüstet. Und das sollte der große Plot-Twist sein. Aber der eigentliche Plot-Twist war dann, dass sie wusste, dass sie das war, weil sie den Dämonenkönig raufbeschworen hat. Was ein bisschen komisch ist, weil dann im Endeffekt hat sie wieder den Dämonenkönig raufbeschworen. Und ich frag mich so, warum? So, du weißt, dass du ihn das letzte Mal nicht kontrollieren konntest, warum dieses Mal so? Hä? Aber whatever, vielleicht habe ich auch nur irgendwas falsch verstanden. Who knows? Ich gehe den Film Samstag nochmal gucken, vielleicht wird es mir dann ein bisschen klarer. Schauen wir mal. Utas Plan war crazy. Utas Plan war einfach richtig crazy. Sie wollte die gesamte Welt in einer Traumwelt gefangen halten und dann sterben, sodass niemand jemals aus dem fucking aus der Traumwelt zurückkommen kann. Crazy, crazy shit einfach, wirklich. Das war ein sehr hohes Stakes für One Piece Filme, also für einen One Piece Film. So, weil wirklich, das hätte echt Chaos für Chaos sorgen können. Aber naja, wir wussten alle, das wird nicht passieren, weil Shanks und Ruffy haben sie aufgehalten. Und oh mein Gott, Leute, wir müssen über das Heftigste aus dem Endkampf reden. Weil, basically, die Strohpiraten und die Rothaar-Piraten kämpfen zusammen gegen Uta und den Dämonenkönig. Die Strohpiraten in der Traumwelt, die Rothaar-Piraten in der realen Welt. Aber es ist schon ein bisschen Tag-Team-mäßig. Sie kommunizieren ein bisschen über magische Anime-Bullshit-Kräfte. Oder Haki, glaube ich. Ist eigentlich dasselbe. Nee, aber Leute, so, es war ein bisschen nice, aber das Wildeste war einfach, Leute, wirklich, wir müssen, das worüber man reden muss, das Wildeste aus dem Film, Gear 5 wurde animiert, Gear 5 wurde ganz, ganz leicht gezeigt, ganz, ganz kurz geteased, wir haben es gesehen in animierter Form, das ist real, das ist so kein, das ist, Leute, ihr glaubt nicht, wie heftig das für mich war. Ich war so kurz vorm Ausrasten. Wir hatten generell eine echt scheiß Crowd. Keiner hat wirklich stark reagiert oder so. Nicht mal als Shanks aufgetaucht ist, so like, what the fuck, hier und da mal ein Lacher bei manchen Jokes. So. Aber Digga, Gear 5 und keiner ist ausgerastet. Alles Fake One Piece Fans. Mir Spaß. Gear 5. Es war wirklich minimal. Ich glaube, nicht mal eine Minute. Aber es war absolut unverwechselbar. Einfach Gear 5, Leute. Mein Herz. Mein armes Herz. Wisst ihr, wie krank es einfach war?
hier 5 in animierter Form zu sehen, Leute. Ich kann es kaum erwarten, bis es dann im Anime so weit ist, weil hier war es wirklich nur, hier wurde es benutzt, um den finalen Blow zu tätigen, zusammen mit Shanks. Du hast so Ruffy und Shanks zusammen kämpfen sehen. Basically so, Ruffy war halt in der Traumwelt, Shanks war in der realen Welt. Abschließend lässt sich wirklich nur sagen, One Piece Film Red ist ein echt nicer Film. Als One Piece Film locker in den Top 5 für mich. Ich hatte super viel Spaß. One Piece Filme im Kino zu gucken ist immer geil. Wenn du One Piece Fan bist und das hier siehst, guck dir Film Red im Kino an, wenn du kannst. Du wirst es nicht bereuen. Ich hatte sehr viel Spaß. Maxim, der mit mir war, hatte auch ultra viel Spaß und er kennt One Piece halt wirklich gar nicht. Er hat nicht ein Chapter gelesen oder eine Folge geguckt. Ich glaube, er wusste nicht mal, wie Ruffy heißt, bevor wir den Film geguckt haben. Er wusste nur, dass er seine Arme dehnen kann wie Gummi. Aber er hatte auch echt eine gute Zeit. Er hatte sehr viel Spaß in dem Film. Gerade so, wenn du Anime und J-Pop-Lover bist, guck dir den Film auch an. Im Kino gerne, aber auch spätestens, wenn er dann auf Crunchyroll oder DVD und Blu-ray rauskommt. Einfach ein sehr nicer Anime-Film. Kann man sehr gut zu viben. Nice Animation, nice Songs, nicer Humor, nice Charaktere, weil die One Piece-Charaktere sind eh immer die geilsten. Deswegen bekommt der Film von mir 4,5. Von 5, Lauren hat Sorrows, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Einfach nice. Ich bin sehr hyped, ihn am Samstag nochmal zu sehen im IMAX. War, im IMAX wird es, glaube ich, nochmal anders heftig schallern. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. Like das Video. Das zeigt mir, dass euch so eine Art von Content gefällt. Lasst einen Kommentar da. Gerade auch, wenn ich mehr One Piece Content machen soll, worauf ich sehr Bock habe. Schreibt es unten in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder und kann damit nur noch sagen, ich werde der zukünftige König der Piraten.